So, eine kleine Runde machen wir noch. Komm zurück. Müssen wir jetzt mal überlegen, wo wir jetzt auch lang gehen müssen. Ah, hier, genau. Warum ich die EP noch nicht verteile, hat einen ganz einfachen Grund. Ihr werdet es gleich sehen. Ach ja, hier lang, genau. Weil hier sind nämlich noch ein paar Gegner die wir kriegen können. Und ja, da spare ich mir das noch. Kann man so mal die Karte noch ein bisschen noch schreiben. Wir sind bei 2700. Findet ihr da 500. Machen wir noch ein bisschen. Da machen wir noch ein bisschen. Ach ja, genau. Es gibt viele Möglichkeiten, erhöhten Schaden zu verursachen. Ein Überraschungsangriff ist eine davon. Nähere dich den Verseuchten langsam und leise, indem du beziehungsweise Strong während Bewegung drückst. So ganz langsam anschleichen, rechte Maustaste und es hat nicht geklappt. Zu spät gedrückt. Das kann passieren. Man gibt aber nicht mehr Erfahrungspunkte dafür. Das ist einfach nur, dass man wirklich für Minimum Energie tötet. So, nächste Truhe. Schurkenausrüstung. Alles leicht. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, die nun als die Richter bekannt waren, für immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise unterschiedlich. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut, um verschiedene Wege darzustellen. Diese Statuen Sehr gut. als wären sie ihre Herzen. Stein verborgen. Nur ein Splitter der Helden zu Schaden bringen. Und nur eine unirdische Kraft könnte es herausreißen. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Habe ich das auch bei meinen Guten schon? Ich habe keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Hüpfen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Türschlüssel, nördliches Klosterflügel. Nö, den habe ich noch nicht. Was genau waren die Herrscher? Auf meinem Main. Sie besaßen Macht jenseits unseres Verstandes. Das ist die eine Tür, die ich nie aufkriege. Sie kämpften erbittert und unvollkommen überkämpft. Also Lunzen kriegt schon was. Scheiterte. Gut, Energie besetzen. Die Herrscher kamen nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen. So, Kleriker-Ausrüstung. Ja, hier gibt's nicht mehr, genau. Dann lass uns ins neue Gebiet gehen. Wir werden immer noch keine Erfahrungspunkte verteilen, noch gehen die Gegner. Umso leichter haben wir es dann. Klappt's mir. So, er läuft hoch, gut. Machen wir die zwei schnell. Oh, falsch, das wollte ich blocken. Na gut. Wie soll man Wort belohnt wie in Dark Souls? Das Einzige, was hier anders ist wie in Dark Souls. In Dark Souls 2 verliert man zum Beispiel Menschlichkeit, wenn man sterben tut. Also man hat weniger HP. Das ist hier zum Glück nicht. Das gab es in Dark Souls 1 auch nicht. Oh, das war's zum Beispiel. Mit den Schleichen. Ihn hat's noch nicht getötet gleich. So, gibt mir schon mal 6 Erfahrungspunkte mehr. 1980. Hier ist gleich der nächste vom Pop. Ah, es hat er nur einen gemacht. Ich merke das bei denen ja nie. Wie gesagt, mit meinem Main One hätte ich die schon. Gut. Ja gut, das ist Level 46. Welches Level sind wir? Hier? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, genau, hier konnten wir es gucken. Level 10. Also ich da schon 36 Attributspunkte verteilt, also das ist schon ein bisschen was. Okay, dann werden wir mal einen Trank nehmen. Und die Lernflaschen geben. Hilf mir! Dingsbumster. Hilf mir bitte! Mehr Tränke. Öffne beim nächsten. Das Tor.
Speicherpunkt. Gut, hier haben wir zwei Hebel, hatte ich eben gerade vergessen. Damit das Tor aufgeht. Weiter geht's. Mit Schiff kann man rennen. Verbraucht aber Energie. Das Tor ist noch nicht aufgegangen? Nein. Also müssen wir das andere Tor noch öffnen. Hallo. Zum Beispiel eine neue Gruppe. Das sind die Assassinen. Das ist ziemlich nervig. Die haben herumgeschleiche hier. Gott, wie langsam wir abrollen. Wahnsinn. So, die Runen kann man halt auch später machen. Der eine kennt es schon, nach dem dritten Boss dann halt. Finde ich ein bisschen, naja, blöd, aber es ist halt so. Hallo. Ihr da! Helft mir! Bitte! Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift! Es brennt, als hätte mich Adir selbst berührt. Du musst die Wunde aufschneiden und das Gift raushauen. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet. Dann kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüß die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Gut, wir werden ihn in den Arm verpacken. Na gut, auf deine Verantwortung. Gott segne dich. Danke euch. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Kein Blut, kein Nichts, auch, ne? Ist egal. Ihr gehört nicht zum Arm. Wer seid ihr? Ich bin der Fressbruder. Ein Geschenk des Gerichts. Als Erinnerung an meine Sünden. Bitte. Ihr könnt die Axt jetzt herunternehmen. Du brauchst jemanden, der dich zusammenflecht. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Rogabestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Ja, nimm das. Gut, da haben wir dem mal geholfen. Wir werden auch gleich großzügig belohnt. Mit 500 Erfahrungspunkten. Die Tür ist blockiert. Nimm halt die Tür. Ist doch egal. Spider-Schwein. So, machen wir die kleinen Spinnchen tot hier. Oh, ziemlich langsam. Schlagen, ja. Bob. Okay, weiter geht's. Hallo. Ihr bleibt weg von mir. Tut mir nicht weh. Hab ich nicht vor. Hab nicht vor, dir was zu tun. Ich danke euch. Doch habt Verständnis. Die Zeichen auf eurem Gesicht. Ihr jagt mir Angst ein. Du jagst mir Angst ein. Hier sind überall Dämonen. Du solltest besser verschwinden, wenn du leben willst. Alle haben sich in der Zitadelle in Sicherheit gebracht. Antanas hat geschworen, dass er den Weg zum letzten Eingang markieren würde. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze in der Falle. Du hast recht. Du sitzt hier in der Falle. Antanas, den suche ich. Antanas muss sich in der Zitadelle eingeschlossen haben. Wenn ihr den Zeichen folgt, wie ich euch gesagt habe, solltet ihr ohne weiteres Zugang zu der Zitadelle finden. Hört mir genau zu. Mit diesem Objekt könnt ihr Antanas Zeichen entdecken. Soweit ich weiß, gibt es drei davon. Bitte, findet sie. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen für uns gefunden habt. Wenn ihr mir helft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. Okay, Antanas Zeichen suchen. Wir bekommen jetzt einen Ring. Antanas Wegweiser.
Und das war das Osterschmuckteil, was wir bekommen haben. Ausrüstung eines Akolyten, wie sie früher bei der alten Bruderschaft des Nordens weit verbreitet war. Man glaubt, das Amulett habe ihre Zauberkräfte regeneriert. Brauchen wir nicht. Erstmal. Wie gesagt, wir sind Nahkämpfer und kein Magier. Gut. Hallo. Na komm, halt zu. Was macht ihr? So, jetzt unser erster Kampf gegen drei. Das wird schon ein bisschen anspruchsvoller. Oder waren es nur noch zwei? Aber. Komm. Dann schlägst du halt nicht so richtig halt kaputt. Sehr gut. Das waren drei. So, ihr seht zum Beispiel jetzt hier Zeichen. Sehen wir mit unserem Ring besser. Machen wir jetzt mal Nummer 1. Boah, ich mach ihn kaum Damage, ja. Das ist Wahnsinn. So, er gibt schon 198 Erfahrungspunkte, der Typ. So, hier haben wir ein zweites Zeichen. Ja, wie gesagt, gell, ich habe das jetzt schon einmal gespielt hier, deshalb weiß ich das noch. Aber mit sowas muss man ja nicht eine Länge ziehen. Wie gesagt, ich habe davon, glaube ich, zwei Stunden gesucht. Wenn es reicht. Und ja, muss ja nicht noch einmal sein. Na komm, ich hasse diese Assassinen, glaube ich. Die Beste. So, Energie tanken. Am besten noch einen Heiltrank nehmen. Wo er hinrennt, das ist. Ah, ich hasse diese Viecher. Noch alles im grünen Bereich, voll Energie und einen Trank. Das heißt, wir können noch ein bisschen spielen. So, hier haben wir noch eine Schrift dran. 9. Nachtwache. Wie konnten die Roger ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Von der Natur. Sie sind aus dem Nichts erschienen. Ich muss die anderen warnen. So, Truhe. Öffne die Truhe, indem du eine Rune platzierst. Ach, da sind auch die kleinen Runen. Ach so. Man opfert die gegen. Jetzt habe ich es verstanden. Und ein Attributsplitter. Kriegen wir umsonst einen Attributspunkt. Aber den setze ich diesmal später ein. Nicht gleich am Anfang. Das werde ich diesmal so machen. Weil leider, wenn man die benutzt, geht der EP-Dings auch hoch. Also. Das sieht man dann für ganz, ganz später auf dann. So. Hauptkammer. Och. Das ist sogenannte Magiehandschuh. Der Magiehandschuh ist eine einzigartige Waffe. Er nutzt magische Energie für verschiedene Distanzangriffe. Experimentiere mit allen drei Feuermodis. Mit G kann man das ändern. Ist uns auf jeden Fall im Spieler zu modifizieren. Also mit Runen so, das meint er damit. Naja, ist ja gut. So, ich muss G drücken. Gibt Druckwelle, Granate. Jetzt können wir zum Beispiel unter F. Jetzt hier habe ich jetzt Schild und Schwert. Jetzt habe ich nur Schwert. Kann auch von hinten blocken, also muss dann hier noch rückwärts laufen. Oder nimm halt den Handschuh. Können wir mal probieren. Nein, nein, völlig gereicht. Oh. Da kommt er sogar raus, der Spruch. Oh, der Bogenschütz geht mir gerade auf den Sack da oben. So, der Assassin ist tot. Sogar was getroppt, sehr gut. Aua. So.
So, abgeblockt. Hier haben wir das letzte Zeichen. Das war damals was, was ich gefunden hatte. Er ist da hinten hingerannt. Nicht schlecht. Das Arschloch. Feige Bogenschütze. So, den holen wir uns noch. Nehmen wir mal einen Heiltrank. Ja, das letzte Mal die Schriftrolle. Ich habe Anzeichen eines Ogre-Herrschers gefunden, der seinen Stolz auf seine körperliche bekannt war. Ich habe mich doch abgerollt. Ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Es ist seltsam zu lesen, dass ein Herrscher auf solche Dinge liegt. Es ist kein Wunder, dass er in all den Schlachten hier führte. Streitachs des Marodeurs. Oh, der wir können schon frühzeitig gefunden diesmal. Wow. Das ist ein Zufallstrop, weil umso höher man sein Glück hat und so früher droppen auch die Feinde Gegenstände. Ob jetzt jeder Feind eine spezielle Waffe droppt, weiß ich auch nicht. Aber bei dem weiß ich schon immer. Gut, jetzt haben wir eine Abkürzung freigeschalten. Ich habe noch eine Schriftrolle vergessen. Mächtiger Antanas, meine Nachforschungen sind beendet. Ich wage zu behaupten, dass dieser Panzerhandschuh nur einem Zweck dient, sich zu diesem... Los, sag mir, wo es ist! Wo ist was? Ach, verschwinde! Das geht dich nichts an! Ich weiß nicht, was du willst, aber von einem Toten wird... Ist anscheinend dein Glückstag, Prediger. Was war das denn eben? Das sind alles Lügner und Verbrecher. Anstatt zu helfen, haben sie meine Familie bestohlen. Und keiner weiß, was sie mit der Wegpforte anstellen. Mit der Wegpforte? Mit der Wegpforte? Eine Tür zu unerreichbaren Orten. Orten, die Geheimnisse verstecken. Geheimnisse von großer Macht. Warum glaubst du, dass es so eine Pforte wirklich gibt? Es steht im Buch der Ahnen. Und das Buch lügt niemals. Die Mönche haben dich bestohlen? Hab sie immer für Bücherwürmer gehalten und nicht für Langfinger. Sei kein Idiot. Die Männer hier drin sind genauso verdorben wie die Menschen draußen. Sie haben die Dorfbewohner bis zum Tode geschröpft. Sie denken, die Menschen vergessen das. Und die Wahrheit wird mit den Leichen begraben, die sie auf dem Gewissen haben. Aber da liegen sie falsch. Ich weiß, was sie getan haben. Das hier ist ein Abteil. Kein Zutritt für Frauen. Verbrecher dürfen auch nicht hier rein. Trotzdem stehst du hier. Wenn das ein Verhör werden soll, dann erzähl mir von dieser Sternkarte auf deiner Visage. Nicht? Dachte ich mir schon. Also haben wir beide unsere Geheimnisse. Okay. Ich muss los. Wie du willst. War das wirklich schon alles, was ich zu tun habe? Da bist du wieder. Lustig ein wenig mit. Ich suche einen Dolch. Okay, sie sucht einen Dolch. Okay. Guck, guck. Okay, wollte ich sagen. Skill mal erstmal ein bisschen. Wie ich euch das auch mal zeigen kann. Okay. Hier. Und jetzt können wir hier, wie gesagt, jetzt hier. Oh, wir haben knapp 6000 Erfahrungspunkte gehabt. Also, das waren locker mal 8 Level. Ne, warum nicht? Okay. Energie, 12 Ausrüstungsgewicht. Ja, genau, ein bisschen auf Stärke. Ja, gut. Das sieht schon mal besser aus. 75 Kilo von 27. Wird aber nicht mehr lange so sein. So, wir rollen jetzt auch schon deutlich schneller ab. Seht ihr ja. Aber gleich nicht mehr. Nehmen wir das neue Schild.
haben wir nämlich mehr Rüstungswert. Und auch hier sogar besser. Boah, nehmen wir mal zur Zeit mittlere Rüstung. Ist zur Zeit besser. Wie unsere schwere Rüstung. Und wir sind leichter. Ja, genau. Wir haben ja die eine Quest beendet. Mit den Zeichen können wir mal schnell hinlaufen. Super. Und laufen mit mittlerer Rüstung rum. Weil ich den Spiel noch nie gemacht habe. Oh, den werde ich. So, machen wir schon mal einen Schadenpunkt mehr. Im Damage. Und ihr seht, unsere Ausdauerleiste ist schon deutlich größer. Gut, nach 8 Level-Ups ist das schon bemerkbar. Was ich empfehlen kann für Anfang, immer hin und her laufen, bla bla bla, von die Welten wechseln, da resetten die Feinde wieder neu. So könnt ihr eure Multiple-Karte hochsetzen, so mache ich es auch immer. Kann man gut leveln. Hallo. Antanas hat 3 Zeichen hinterlassen. Habt ihr sie gefunden? Ich habe sie alle gefunden. Ich zeige sie dir. Es gab noch weitere Schutzräume. Ich glaube aber nicht, dass dort jemand überlebt hat. Ich bete für ihre Seelen, doch ihre weltlichen Schätze werden sie nicht mehr brauchen. Dieser Gegenstand führt euch dorthin. Ich gehe los. Mögen die Richter mich vor den Dämonen schützen. Lef Piccolum. Okay. Kompass haben wir bekommen. Glaube dir nicht, die meinen, deine Sinne würden dich trügen. Vertraue deinen Sinn, denn dein Gehör und dein Gespür werden dich zu schätzen von großem Wert führen. Gut, wir haben den mal ausrüsten. Und machen hier mal ein kleines Päuschen. Bis dann.